Guten Morgen, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Heute werde ich die drei neuen Bodykits mal vorstellen, die mit dem neuen Update reingekommen sind. Drei Stück an der Zahl sind zwei BMWs und einmal ein Chevrolet Camaro. Und ja, ich habe mir die alle natürlich auf der Forza-Seite schon mal kurz angeschaut, weil da auch Bilder zu gepostet waren. Und die sind schon tatsächlich sehr, sehr schick. Vorab, es wird noch eine Folge kommen, wo ich einen dieser Wagen noch auf Sierra Nueva ausfahren werde. Aber ja, nicht heute. Ich werde, wie gesagt, einfach mal kurz die Bodykits angucken, so einen kleinen 115-Aufbau machen und dann wahrscheinlich noch ein kleines Rennen mit den Fahrzeugen fahren. Und der erste Wagen, der ein neues Bodykit bekommen hat, ist der BMW M3E36, wo ich auch mal sagen würde, wir fahren ihn in... Wobei, vielleicht gibt es ein Design, ein schickes, das könnte durchaus ja sein. Aber wenn ich das so richtig sehe... Nee, fahren wir einfach mal in... Was ist so eine schöne Farbe für ein E36? In grün. Komm, warum nicht? Ich glaube, der E36 ist für mich tatsächlich der... Der M3, der in meiner Hierarchie ganz unten steht. Ich finde einfach alle anderen ehrlich ein bisschen geiler, sogar den aktuellen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass er hier einige Fans hat. Und es ist ja auch, wenn wir ehrlich sind, der BMW, der den M3 so in die Richtung gedrückt hat, wo er dann... letztendlich ja bis zur letzten Generation geblieben ist. Aber hier haben wir jetzt erstmal das neue Bodykit. Nicht das Rocket Bunny, das gab es vorher schon. Sondern dieses hier, Street Fighter LA. Das ist im Übrigen die Marke, die alle drei neuen Bodykits reingebracht hat. Und ich würde sagen, damit man es schön sieht, legen wir den Wagen auch einfach mal direkt tief. Mit dem Rennfahrwerk dementsprechend. Und ich bin ehrlich, es sind ja wie gesagt drei Bodykits reingekommen. Technisch gesehen vier mit dem LC500. Das hier ist das einzige Bodykit, was mir ehrlicherweise nicht so gefällt. Also, keine Ahnung, ich finde irgendwie den Kotflügel am Heck nicht so geil, muss ich sagen. Aber ja, wird bestimmt ein paar Leute geben, die es ganz cool finden. Keine Ahnung, ich gehöre halt einfach nicht dazu. So, wir machen wie gesagt mal so einen 0815-Aufbau einfach und fahren mit ihm dann mit diesem Bodykit noch ein kleines Rennen. Auf der Hauptwelt, nicht auf Sierra Nueva. Das tut mir leid an der Stelle, aber wer da von mir sehen möchte, kann natürlich auch gerne im Horizon Ready LP vorbeischauen. So, wir haben so eine kleine Lippe noch, die man dran bauen kann. Finde ich ganz nett, definitiv. So. Sportreifen nehmen wir mal mit. Ich werde nicht zu sehr ins Extreme gehen, deswegen machen wir mal nur 325er vorne. Ne, wir machen einfach mal 285er vorne. Was immer noch scheiße viel ist tatsächlich. Aber nicht so unmenschlich, definitiv. Ja, doch, eigentlich schon, wenn wir ehrlich sind. So, was nehmen wir an? Felgen. Vielleicht schöne BBS-Felgen? Boah. Boah, warum nicht? Machen wir noch 18 Zoll draus. Ja, kann man machen. Hoppala. Da waren wir schon drin. Ich muss mich gerade erstmal an die neue Reihenfolge hier gewöhnen. Weil ich ja zuerst im Fahrweg drin war. Bleiben wir beim Sportauspuff. In der Leistung würde ich sagen, gehen wir einfach mal auf so knapp 400 PS. Jawohl. Oh, warte, können wir den Kompressor aufladen? Oh. Na gut. Ja, wir bleiben mit ihm mal ein bisschen zahmer. Deswegen würde ich sagen, bleiben wir mal bei so 400 PS ungefähr. Wie gesagt, ich werde jetzt hier geplant nur die Bodykits halt vorstellen und ein bisschen ausfahren und halt nicht so sehr ins Detail gehen. Wenn ihr wollt, dass ich einen dieser Wagen mal nochmal in der separaten Folge ausfahre, dann haut mir das gerne mal in die Kommentare unten rein. Wäre ich in der Grundlage auf jeden Fall dabei, wenn da genug Interesse beim einen oder anderen Wagen darstellt. Ich wollte jetzt nur nicht prophylaktisch zu jedem Wagen eine einzelne Folge machen, weil ich glaube, zum M3 habe ich schon eine Folge gemacht gehabt in der Vergangenheit. Und zum ZL1 1LE ebenfalls. Und das Bodykit vom E36, wie gesagt, gefällt mir nicht so wirklich. Deswegen wollte ich da das Ganze erstmal in einer Folge zusammenpacken und euch quasi dann die Wahl überlassen, ob ich nochmal einen dieser Wagen mit Bodykit eben einzeln ausfahre. So, wir fahren wie gesagt mit dem M3 jetzt auch mal ein kleines Rennen erstmal. Okay, ich muss sagen, wenn er in der Open World da steht, ist es gar nicht mehr so unendlich hässlich. Ich finde trotzdem den Heckkotflügel, der macht es halt kaputt. Die Frontpartie finde ich super. Also die finde ich wirklich schick. Auch der Frontkotflügel, der passt für mich ganz gut. Aber der Heckkotflügel, der ist irgendwie...
Der ist zu weit oben und ein bisschen zu weit vorne, finde ich. Also ich weiß nicht, ob da irgendwie vielleicht beim Einscannen des Modells was schiefgelaufen ist. Oder ob das wirklich so bescheuert aussieht, aber... Also ihr seht, was ich meine, oder? Der Kotflügel ist doch viel zu weit vorne hinten. Also, ja, der ist viel zu weit vorne hinten. Ihr wisst, was ich meine, denke ich. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Klingt aber nicht schlecht. Der große Vorteil von Robotic Kids in Forza ist ja, dass sie beim Fahrverhalten tatsächlich auch sehr, sehr gut helfen, dadurch, dass sie einfach die Spur dramatisch verbreitern und dementsprechend halt allgemein sehr viel mehr Stabilität in das Ganze reinbringen, wodurch du wiederum im Feintuning dann die Möglichkeit hast, das Ganze nochmal ein bisschen aggressiver zu gestalten. Deswegen finde ich Robotic Kids an sich immer ganz geil und weil sie, wie gesagt, auch performance-technisch was bringen und eben nicht nur gut aussehen, wie das in anderen Rennspielen der Fall ist, oder beschissen aussehen. Und es ist allgemein eine coole Sache, das hatte ich ja auch schon, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Ich glaube, das war im Stream. Dass halt wirklich auch neue Bodykits jetzt mal reinkommen. In Forza Horizon 3 wurde damals ja gesagt, ja, es werden neue Bodykits kommen. War dann nicht der Fall. In Horizon 4 wurde damals gesagt, ja, es werden neue Bodykits kommen. War dann auch nicht der Fall. Aber ja, jetzt eben wurde auch zu Release ja gesagt, ja, es kommen neue Bodykits und ich dachte mir halt schon so, ja gut, hab die letzten zwei Male auch gesagt. Dann kam ja erstmal das erste Bodykit-Update mit, ich weiß ehrlicherweise, doch Hyundai und dem VW Golf 6, die ja Bodykits dann bekommen haben. Was eine coole Sache war auf jeden Fall, weil es waren auch zwei ganz coole Bodykits definitiv. Ja, und jetzt halt eben, ich glaube, 5-6 Monate später halt nochmal 3 neue sogar. Wenn sie das weiter durchzieht, dann hey, ganz ehrlich, bin ich happy. Was halt Player Games, finde ich, nochmal ein bisschen öfter machen soll. Ja, ihr mich auch. Ich will auch, Mann, überall sehe ich so ein Cadillac jetzt rumfahren. In jedem Rennen. Das ist doch doof. Ne, was ich eigentlich sagen wollte, Player Games könnte, finde ich, ein bisschen öfter mal wirklich auch eigene Bodykits erstellen. Weil das machen sie ja ab und zu mal und teilweise sehen die sogar auch ganz gut aus. Die Drift Bodykits beispielsweise vom Datsun oder von der Fair Lady sind da für mich ganz gute Beispiele. Aber das ist ja so eine Sache, wo beispielsweise Gran Turismo oder The Crew oder auch Need for Speed tatsächlich sich da sehr viel mehr Freiheit erlauben. Und deswegen, also ja, es wird Hersteller geben wie Ferrari, die sagen werden nein, aber ich denke halt, wie gesagt, wenn es alle anderen Videospielentwickler können, dann sollte da bei Forza auch nicht das größte Problem dastehen. Aber ja, vielleicht werden wir es in Zukunft ja sehen, keine Ahnung. Es kann natürlich sein, dass jetzt gerade der Fokus auch ein bisschen mehr einfach schon auf Horizon 6 liegt. Was, denke ich, nach Release von der Expansion sowieso der Fall ist. Also ich denke, spätestens jetzt werden sowieso die meisten Leute schon an Horizon 6 arbeiten. Gehe ich mal stark davon aus. Hab ich den verarscht? So die Innenbahn genommen, dass er den NPC mitnehmen musste. Oder so viel Schwung verlieren musste, dass er außen rumfährt. So ein Ding ist das. Okay, ich muss sagen, das Tuning ist mir so auf den ersten Moment ganz gut gelungen. Es sind halt so diese 0815 Einstellungen, die eigentlich von Grund auf bei den meisten Fahrzeugen funktionieren. Das seht ihr auch im LP immer. Also meine Initialeinstellungen gehen ja eigentlich immer in eine ähnliche Richtung. Weil es halt einfach bei den meisten Autos gut klappt. Klar gibt es Abweichungen und wenn man ins Feintuning da wirklich reingeht, merke ich gerade bei allen Motorsportfahrzeugen, da wird es dann auch natürlich nochmal sehr, sehr viel feiner, weil du halt wirklich da auf den letzten Millimeter gut nochmal was rausholen kannst. Aber allgemein kann ich so diese Feintuning-Einstellungen, wenn man zumindest einen ähnlichen Fahrstil hat, wie ich, ganz gut empfehlen, die ihr gerade gesehen habt eben. Aber wie gesagt, das Tuning hier, not bad. Ich glaube, das wäre ein guter Wagen für CVR. Könnte ich mir vorstellen. Aber dann mit dem anderen Bodykit. Dann gehen wir auf Rocket Bunny. Das garantiere ich euch. Also ihr könnt ein bisschen mehr Aero vorne vertragen noch, aber allgemein gut. Tatsächlich allgemein gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Aggregat. Und wir bleiben einfach mal bei BMW, würde ich sagen. Den Camaro machen wir als letztes. Ja, dankeschön. Ne, falscher Knopf. Ich habe im Übrigen immer noch nicht alle Schnellreisetafeln. Mir fehlen immer noch 4 Stück. Ich glaube, ich habe sogar alle 4 aufgedeckt. Ich muss die irgendwann mal einsammeln. Will ich gar nicht wissen, wie viele Credits ich schon verballert habe.
Einfach nur durch die Schnellreise, auch wenn es immer nur 800 sind mittlerweile. Aber trotzdem. So, genau, dann kaufen wir uns mal einen E92. Das Bodykit habe ich schon gesehen, tatsächlich auch im Spiel. Da habe ich mir das mal kurz angeguckt gehabt. Weil ich das auf der Website gesehen habe und das echt faszinierend fand, ehrlicherweise. Deswegen wollte ich das auch mal im Spiel mal sehen. Und ich würde sagen, wir nehmen als Livery hier, nenne ich Liberty Walk. Ah, komm, warum nicht? Wenn es mit dem Bodykit noch halbwegs gut aussieht, dann machen wir es. Wenn nicht, dann behalten wir es trotzdem. Das macht ja überhaupt nichts. Die Bodykits im Übrigen, ne, ist es, denke ich, unnötig zu erwähnen, aber die sind frei für alle, also da, das hat mit der Expansion nichts zu tun. Wie gesagt, ist, denke ich, nicht notwendig zu erwähnen, aber ich mach's trotzdem einfach mal. So. Da gehen wir rein, auch hier. Wir haben Liberty War Kit für ihn. Aber das hier ist das neue eben, auch wieder Street Fighter LA. Und ich finde das super geil tatsächlich, weil das halt wirklich auch so ein bisschen in die Racing-Richtung geht. Ich finde sogar hier den Haken vorne nicht schlimm. Was ich ja bei der Forza Aero immer sehr, sehr stark kritisiere. Ich kann euch nicht mal genau sagen, warum. Vielleicht, weil der Wagen einfach allgemein ein bisschen mehr in die Racing-Optik rübergeht mit dem Bodykit. Das kann durchaus sein. Aber, also gerade die Heckpartie mit dem Diffusor unten, das ist schon sehr, sehr böse geil, finde ich. Das gefällt mir definitiv. Ja, er kriegt eine Turboaufladung. Ja, er wird Anti-Lag kriegen, komm. Ein Wagen heute muss er dir hinbekommen. Street Fighter LA scheint so ein bisschen was übrig zu haben für Lippen auf den Fahrzeugen hinten drauf. Ist aber ja nicht schlecht. Also gefällt mir persönlich halt immer besser als sowas hier. Ich finde solche riesen Heckflügel, diese sind manchmal ganz schick, aber tatsächlich doch sehr, sehr selten im Verhältnis. Ich glaube sogar hier könnte ich mal die beschrifteten Reifen drauf machen. Ja, wir gehen hier auch mal ein bisschen mehr rein. 305er vorne, 345er hinten. Kupplung, Getriebe, Antriebswelle und Diff. Warte mal, ich würde noch ganz gerne andere Felgen einbauen, ganz kurz. Ich glaube, wir gehen hier mal in Kategorie 3 direkt rein. In der Hoffnung, ja, wir finden was Schönes. So, schöne 19 Zoll Felgen, oh ja. Und er liegt noch nicht mal tief. Dazu kommen wir jetzt nämlich. Boah, Alter, guckt euch mal das Heck an. Eieiei, ist das schön. Das Leben ist schön. Und wir sind mittendrin. Ist es nicht fein. So, wir gehen auch mal wirklich auf 1,3 Tonnen runter. Und ja, also ich weiß, ihr wollt alle und... Ich ja auch irgendwo. Alter, ist klar. Kriegen wir ihn einfach nur, weil es passen wäre, irgendwie auf 666 PS? Frag für einen Freund. Ja, kriegen wir sogar, oder? Ja, perfekt. Wunderbar. Es war notwendig, jetzt einfach. Es war wirklich notwendig. Ich mag den E92 allgemein sehr. Es ist, glaube ich, der BMW, der allgemein wiederum... Was ist hier denn los? 1,0 Bar ist... Also, das ist ein bisschen so müh wenig, tatsächlich. Nee, es gibt allgemein, denke ich... Genau, ich wollte so am Anfang. Der E92 ist, denke ich, wiederum bei den meisten Leuten allgemein so der BMW, der so am wenigsten gemocht wird. Ich bin halt ein V8-Fan. Deswegen mag ich ihn doch sehr tatsächlich. Und ja, bin natürlich froh, dass er jetzt hier nochmal ein bisschen was bekommen hat. Dass er jetzt mittlerweile halt auch zwei Bodykits im Spiel hat. Klar wäre es irgendwo, finde ich, cooler, und da stimme ich ja auch zu, wenn erstmal Fahrzeuge neue Bodykits bekommen würden, die noch keins vorher hatten, ja. So wie der ZL1 eben beispielsweise. Bin ich auf jeden Fall bei euch.
Aber hey, lieber so als gar nicht, ne? Und es sind ja teilweise echt geile Bodykits. Ich meine, sind wir ehrlich, nur weil mir jetzt das Bodykit nicht gefällt vom E36, das hat ja trotzdem einige Fans. Ist okay, beruhig dich. Nee, also das wird ja trotzdem viele Leute haben, die das ganz cool finden. Und deswegen Daumen hoch an Player Games, ehrlich. Ich weiß, ich habe schon mal gesagt und ich werde es auch wahrscheinlich im Fazitvideo dann nochmal sagen, wenn wir den Cadillac CT4 wieder ausbauen dementsprechend. Ich glaube wirklich, das hier ist das stärkste Gratis-Update, was wir bisher hatten in Forza. Könnte ich mir wirklich vorstellen. Also in Horizon 5. Wenn ich jetzt Horizon 4 mit reinnehmen müsste, weiß ich es nicht ehrlicherweise, weil Eliminator war schon verdammt stark. Aber ich würde tatsächlich sagen, das hier war. Oder das hier ist das stärkste Free-Update. Wenn jetzt noch die anderen Fahrzeuge mich von der Performance abholen, also die beiden Cadillacs und der Lexus, dann holy shit. Habt ihr einiges richtig gemacht. Habt ihr wirklich. Habt ihr fein gemacht. Könnt euch auf die Schulter klopfen. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie er sich fährt. Wir sind hier gerade in einer Kategorie, wo er eigentlich nicht hingehört, mit Gegnern wie Ferrari Enzo. Alter, liegt der auf der Strecke? What the fuck ist denn los? Der hat Heckantrieb, falls das nicht auffällt. Weil, ich bin ehrlich, es fällt nicht auf. Wie viel Grip hat das Ding? Ich meine, 345er hinten, ja, schön und gut, aber. Holy shit! Also ab dem vierten Gang hast du null Wheelspin mehr, wenn du aus irgendeiner Kurve Vollgas durchdrückst. Auch hier allgemein, ne? Nicht der leiseste Funken von Übersteuern. Not even close. Wahrscheinlich auch hier nicht. Nö. Oh Gott. Ja, ein bisschen rausfahren, weil ich zu schnell reingefahren bin in die Kurve. Ups. Ein bisschen bremsen müssen wir. Aber ne, wie gesagt, also. Ich dachte ehrlicherweise, als ich die 666 PS eingebaut habe, dass das zu viel Power ist, dass er das nicht handeln wird. Alter Schwede, lag ich falsch. Holy shit. Das Design ist echt geil. Gefällt mir gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin Fan von dem Auto. Wie gesagt, 345 Reifen hinten sind nicht wenig, aber das macht er auch über sehr, sehr viele andere Dinge wett. Das garantiere ich euch. Das liegt nicht nur an den Reifen. Der E46, der E46 gehört, der E92 ist einfach ein super gebalanceter Wagen. Und das ist er halt wirklich. Also ist er serienmäßig schon. Und klar, wenn du dann halt ihm bessere Reifen gibst, ein besseres Bodykit, also ein Bodykit überhaupt, damit breiteren Radstand, ein besseres Fahrwerk und so, das ist dann halt schon krass. Ich hab Bock auf die Ostküste, wir fahren nach Osten. Ne, wir fahren nicht, wir fliegen nach Osten. So. Antileg ist schon eine gute Erfindung. Alright, und last but not least haben wir den Wagen, auf den ich mich wirklich am meisten freue. Das Bodykit habe ich jetzt im Spiel noch gar nicht gesehen. Aber ich habe da gerade richtig, richtig Bock drauf. Weil das einfach allgemein schon ein sehr, sehr geiles Aggregat hier ist. Okay, das sieht böse geil aus, das Design. Das sieht böse, böse geil aus. Okay, ich bin jetzt mal gespannt, wie das mit dem Bodykit aussieht. Das Bodykit nennt sich The Muscle im Übrigen. Ich bin sehr gespannt jetzt.
Bedenkt, wir haben den ZZ1-1LE hier. Wir haben hier jetzt die Track-Version quasi. Alter. Ich meine, der Camaro ist allgemein schon, wenn du den siehst, das ist ja allgemein schon so ein super böses, breites Ding. Und dann denken sich die Leute bei Street Fighter LA einfach, wir hauen dem nochmal 10 cm links und rechts drauf. Und auf der Haube auch. Einfach aus Prinzip. Holy shit. Ja gut, du kriegst dann natürlich auch die Lippe hinten drauf, selbstverständlich. Sind wir ehrlich? Sind wir jetzt mal wirklich 100% ehrlich? Wenn es keinen Bug gegeben hätte, wäre es dann ein neues Feature gewesen? Oder neuer Content? Glaube nicht. So, ich glaube aber tatsächlich trotzdem, dass wir... Okay, hier gehen wir jetzt mal wirklich voll ins Extreme. Ich glaube trotzdem tatsächlich, dass ich ein anderes Design drauf machen möchte, weil das ist mir zu dunkel, ehrlicherweise. Ich möchte mehr von dem Wagen sehen. Und wie gesagt, hier gehen wir jetzt mal voll rein mit dem Ding. Ist auch ganz nett. Wir haben uns jetzt hier wirklich so konstant gesteigert. Rennfahrwerk hat er schon. Oh, da muss man aber manuell noch mal ein bisschen tiefer legen. So, Leistung. Ich will 900 PS sehen. Ganz ehrlich. Ich will 900 haben. 910. Let's go. Es ist wirklich so eine konstante Steigerung über die Folge hinweg gewesen. Auch cool. Aber wie gesagt, ich will eine andere Livery haben. Sah auf dem Vorschaubild geiler aus, weil sie da nicht so dunkel aussah. Ich glaube auch, dass es dunkel und glänzend ist, ist so ein bisschen ein Problem. Die hier finde ich an sich auch ganz schick, hat aber das gleiche Problem. Das hat was tatsächlich. Auch mit den roten Felgen? Ist ja was ich schon mal gesagt hatte ab und zu, dass ich das eigentlich nicht so gerne mag. Ich sehe ein schwarzes Heck. Warum muss die Heckstange schwarz sein? Warum? Nee, nehmen wir nicht. Ich glaube, wir fahren wirklich einfach in der Serienfarbe aus. Ist wahrscheinlich die beste Idee, könnte ich mir vorstellen. Ich meine, das Weiß ist halt auch schon geil. Rot ist schick. Camaro und Gelb geht halt immer. Nee, ich würde sagen, wir lassen ihn weiß. Oder? Ich kann halt hier nicht... Ah doch, weil die... Weil die Haube ja separat ist. Okay, warte mal. Dann lass mich mal kurz was gucken. Ich bin viel zu weit unten schon. Ob wir uns nicht selber schnell was zusammenmixen können. Ich muss einfach so ein bisschen die... Gelb-Orange-Richtung geht. Das ist schon fast ein bisschen Gold, ne? Oh, nicht nur ein bisschen, das ist ein sehr guter Goldton. Nehmen wir. Nehmen wir genauso. Jetzt muss er, wie gesagt, noch ein bisschen tiefer liegen. Was hoffentlich geht, aber müsste eigentlich. Würde mich wundern, wenn das nicht gehen würde. Und da bin ich mal gespannt. Der ZL1 hat ja allgemein schon im Spiel echt krass viel Grip.
Der 1 ZE logischerweise auch, weil gleiches Auto mit mehr Aero. Kommt immer gut. Ach du Scheiße. Ja, nee. 0815 Standardeinstellungen haben mich selten enttäuscht. Jawohl, guck mal. 3,5 cm tiefer. Hinten sogar deutlich mehr, ne? Ne, auch 3,5 ungefähr. Nevermind. So, ich glaube, wir haben tatsächlich bei ihm... Alters, das sind hohe Werte. Ich glaube, wir haben bei ihm sogar serienmäßig keine einstellbare Aero. Ich glaube, weder Front- noch Heckflügel. Deswegen cool, dass wir das jetzt hier so haben. Es ist mir persönlich, muss ich sagen, schon fast ein bisschen zu brutal, das Bodykit. Das muss ich echt sagen, aber... Es ist halt cool, dass wir auch echt so was komplett Extremes jetzt reinbekommen haben. Das ist schon... Das ist nice. Gefällt mir. Ich bin jetzt sehr gespannt aufs Fahrverhalten. Wie gehst du jetzt nach vorne mit Launch Control? Okay, selbst die Launch Control ist überfordert mit dem Aggregat. Ich weiß gar nicht warum. Sind doch nur 900 PS und 1067 Newtonmeter. Ist doch quasi nichts. Auch nicht so viel mehr als ein Gold GTI. Ja. Also das ist schon... Das ist böse. Ich finde die Heckansicht super bei ihm. Auch durch diese Lippe hinten. Ich meine, klar, dieser Flügel... Der Z1 ist beispielsweise so ein Wagen, wo ich den Flügel ganz cool... Wo ich den Flügel ganz cool finde. So einen etwas höheren. Deswegen war ich erstmal so ein bisschen zwiegespalten, als ich eben auf dem Bild gesehen hatte, auf der Forza-Seite, dass der Flügel hinten weg ist und quasi ersetzt wird, oder ich weiß nicht, ob ich es tatsächlich gesehen habe, ob da eine Lippe hinten dran ist, aber dass halt zumindest weg ist, der Flügel. Aber ich finde doch, es steht ihm, tatsächlich. Ich finde wirklich, es steht ihm. Einmal die Launch Control nochmal überfordern. Wobei diesmal ging es sogar halbwegs. Nicht mehr herkommen. Ich meine, das ist jetzt auch eine etwas andere Leistungskategorie zu den anderen Fahrzeugen, die wir bisher hier hatten. Ich meine, wenn ich ein bisschen mehr Power noch eingebaut hätte, hätten wir so viel Leistung gehabt wie die anderen beiden zusammen. Vom Drehmoment könnte es hinkommen. Der Sound einfach. Holy shit, der Sound, Leute. Den Charger habe ich verarscht. So, was fährt da vorne? Egal, kriegen wir. Ey, auch hier wieder, ne? Diese 900 PS, die er hat und die 1000 Newtonmeter auf den Dark City, die spürst du nicht. Im Sinne von Oversteer oder querkommendes Fahrzeug. Also gut, hier haben wir jetzt 365er, das sind schon Reifen, bei denen man das auch erwarten kann, ehrlicherweise. Aber trotzdem, wie gesagt, dass man das halt so absolut null spürt. Selbst hier im dritten. Einfach Vollgas durchbeschleunigen. Jetzt haben wir ein bisschen Übersteuern drin, weil ich ein bisschen zu viel eingelenkt habe. Aber es ist halt wirklich so, wenn man weiß, was man tut, dann hast du dahingehend nichts. Das ist crazy. Und ja, der BAC wird jetzt auf der Geraden so ein bisschen geschnupft. Ich würde mal interessieren, ob Street Fighter LA wirklich nur ein Bodykit gebaut hat oder wirklich das ganze Auto umgebaut hat. Und wenn ja, wie viel Leistung der in der in der umgebauten Version hat. Und ob das Kit wirklich auf dem ZZ1 LE drauf ist. Wobei, mit der Schürze vorne wird das Sinn ergeben.
Ich würde aber schätzen, du kannst halt auch auf normalen Zettel 1 drauf machen. Glaube ich einfach mal. Ich finde es auch cool, dass so ein paar verhältnismäßig unbekanntere Bodykits mal reinkommen. Und nicht immer nur Liberty Walk und Rocket Bunny. Sondern auch wirklich mal was etwas Neueres. Weil ich bin ehrlich, die drei Bodykits kann ich alle nicht. Die waren mir alle drei neu. So. Wunderbar, dann würde ich sagen, wäre es das mit dieser Ausgabe gewesen. Wie gesagt, schreib mir gerne in die Kommentare rein, wenn ich, oder wenn du willst, dass ich nochmal einen dieser Wagen hier im LP auswage mit dem Bodykit und dann halt dementsprechend auch nochmal ein bisschen mehr ins Feintuning reingehen kann. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über deutlich noch um so ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!